Das ist wirklich nicht mal. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal waren wir. Oh, ich sehe gerade, dass da oben die Burg kaputt ist. Egal, ich mache erstmal das Intro. Ja, beim letzten Mal waren wir im neuen Lager noch ein bisschen unterwegs. Und zwar genau genommen im Kessel bei der Freien Mine. Und haben uns da Balores schicke Waffe hier geholt. Ja, den Steinbrecher mit 37 Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt sind wir hier zurück im alten Lager, denn es wird so langsam Zeit, sich für eines der Lager zu entscheiden. Und ja, es fasziniert mich, dass da oben das über dem Burgtor das kaputt ist, das Dach, mir das noch nie aufgefallen ist. Naja, wie auch immer. Wir sind jetzt jedenfalls hier und wir haben noch zwei Aufträge, die wir abgeben dürfen, nämlich einmal das Rezept der Sekte und verschwundener Gardist. Und ich würde sagen, wir reden nochmal mit den ganzen Leuten hier, bevor wir uns dann in die Burg vorwagen. Ja, mit den ganzen Butlern und Gardisten und Schatten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Butlern an. Denn die sind die untersten Ränge hier und die können uns sicherlich einiges zum Leben als Butler erzählen. Wenn ich ihnen anvisieren kann. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Ha, das klingt ziemlich deprimierend. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Wenn du Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles, außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Ja, bei Graham waren wir ja schon mal und haben uns die Karte mit dem Weg zur alten Mine geholt. Wer ist hier der Boss? Gomez. Er lebt in der Burg. Aber wir Buddler haben immer nur mit seinen Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Wie kann ich mich diesem Lager anschließen? Ich bin nur ein Buddler. Wir haben hier gar nichts zu sagen. Du solltest mit den Gardisten oder mit den Schatten reden. Werde ich tun. Vielen Dank. Ach, hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Wie wäre es mit... Nö. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, das kann ich mittlerweile. Keine Sorge. Vor allem, wenn ich bald den Schatten beitrete, dann erst recht. So, aber wir reden erstmal weiterhin mit den Buddlern. Wie sieht's aus? Ich habe die letzten 2 Wochen in der Mine geschuftelt. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Also geh mir nicht auf den Sack. Ja, ja, kein Stress. Gibt es hier noch irgendwas Interessanteres als Hütten? Abends kannst du dir in der Arena ansehen, wie sich die Gardisten gegenseitig die Fresse polieren. Das ist den Eintritt glatt wert. Ach, das kostet auch noch Eintritt. Ich dachte, da kann man höchstens drauf wetten. Wer hat dir das Sagen? Die Erzbarone. Sie organisieren den Erzaustausch mit dem König. Je höher du stehst, desto mehr bekommst du. Wie werde ich in diesem Lager aufgenommen? Ganz einfach. Du schnappst dir eine Spitzhacke und gehst in die Mine. Etwa die Hälfte von deinem Erz geht für Schutzgeld drauf, von der anderen kann man gerade so leben. Die Preise, die Gomez für seine Vorräte nimmt, sind Wucher. Ist aber immer noch besser, als den ganzen Tag Reis zu fressen, wie im neuen Lager. Na, ob das so das Wahre ist, hier als Butler zu leben, aber das haben wir nicht vor. Wir haben uns ja schon ein ganzes Stück nach oben gearbeitet und wir wollen ja den Schatten beitreten stattdessen. Mit denen werden wir gleich auch nochmal ein bisschen reden und vielleicht haben die ja noch was Interessantes zu sagen. Na, die Dialogoptionen hatten wir gerade schon. Sly, zu dir wollte ich doch. Ja, wir haben ja noch dieses Amulett, das wir die ganze Zeit tragen, das Amulett des toten Gardisten. Und das haben wir bei Neck gefunden. Und bisher hat es uns sehr gute Dienste geleistet, da es uns einen Schutz vor Waffen noch 5 zusätzlich gewährt hat. Also zusätzlich zu dem, was unsere Rüstung hier, die Buddlerhose, beziehungsweise vorher die Schürferklamotten gewährt haben. Aber es wird so langsam Zeit, sich von diesem Amulett zu trennen. Und ich denke mal, wir werden aber bald auch Ersatz dafür finden, deswegen ist das nur halb so schlimm. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen.
Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Tja, wunderbar. Hast du noch was zu sagen? Wie läuft's denn so? Gut. Bei mir brauchst du dir wegen Diego keine Sorgen mehr zu machen. Eine Hand wäscht die andere, denke ich. So ist es. Na, das klingt doch gut. So, dann müssen wir als nächstes noch zu Dexter. Deswegen gehen wir mal weiter in Richtung des Marktplatzes. Und gucken mal, ob wir noch eine dritte Buddler-Unterhaltungsoption haben. Ich halte mich da lieber raus. Haben wir dich schon? Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Nee, das hatten wir schon. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wir quatschen mit viel. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Ja, ja. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jackal das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Ich will bei euch mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du freiwillig in den Minen schuften willst. Einer wie du kann schon bald in der Burg leben. Das klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Ich meine, wenn wir hier in der Burg unser eigenes Quartier hätten, das wäre schon einiges entspannter, als hier draußen in so dem Außenring zu leben. Schauen wir mal. Ich glaube, mehr Gesprächsoptionen gibt es bei den Buddlern tatsächlich nicht. 3 ist da, glaube ich, das Maximum. Ja, wie ist das Leben hier? Hatten wir schon. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir mit ein paar Schatten reden können. Ich glaube aber, hier finden wir erstmal keine. Dafür müssen wir, also zumindest keine ohne Namen. Dann müssen wir zurück zum Haupttor gehen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Whistler, hast du eigentlich noch irgendwas Interessantes für mich zu sagen? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan, ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Das ist doch schön. Na gut. Dann statten wir Dexter mal einen Besuch ab und dann reden wir noch ein bisschen mit Schatten und mit Gardisten und dann wird alles gut. Ja, mit Gardisten erst gegen Ende, würde ich sagen. Erstmal Dexter. Ich dachte, hallo. Das wäre schon lange geklärt. Ich habe hier so ein Rezept, ne? Hast du da Interesse dran? Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Eben gar nichts dazu. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Wir haben zwar nichts für unsere Mühen jetzt bekommen, aber egal. Wir haben ja schon ein bisschen Vorschuss an Erz bekommen. Zeig mir deine Ware. Aber jetzt ich habe hier nur den besten Stoff. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du wirklich Heiltränke im Angebot hast. Das passiert mir nicht noch. Ja, tatsächlich. Ha. Ich weiß zwar nicht, ob der die jetzt schon vorher hatte, das aber auf jeden Fall hat er ein paar zu verkaufen. Das finde ich doch mal gut. Aber Erz hat da, glaube ich, keines, denn ihm haben wir schon Sachen verkauft. Ja, wäre das ganz. Ich vermute mal, ab dem zweiten Kapitel hat er dann wieder einen Erzvorrat, aber bis dahin müssen wir uns ein bisschen gedulden. Aber das passt schon. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt nur noch die 3 Aufgaben für die Aufnahme in einem Lager. Und da wir uns nur einem Lager anschließen können, werden die anderen beiden Aufgaben dann als gescheitert markiert werden. Aber das ist ja nicht weiter schlimm, denn wir bekommen für unsere Aufgabe jede Menge Erfahrung. Und ja, hoffentlich werden wir dann auch tatsächlich aufgenommen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Wir suchen uns auf jeden Fall erstmal Schatten und ich glaube... Eigentlich wollte ich ja auch noch hier die Lagerkarten kaufen, nicht wahr? Deswegen werde ich einmal noch zu Graham gehen. Das habe ich im neuen Lager komplett vergessen. Ich hoffe, ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal da bin. Aber die Karten laufen uns ja nicht weg. Und so wichtig sind sie ja auch nicht. Aber ich finde es ganz schön. Moment, haben wir eigentlich... Ich finde es ganz schön, die Karten auch mal zu zeigen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Jetzt möchte ich erstmal schauen, was wir so an Karten haben. Karte zur alten Mine haben wir jetzt, Übersicht Sumpflage und Karte der Kolonie.
Was hast du denn anzubieten? Du hast Karte der Kolonie. Ja, das haben wir ja schon. Übersicht altes Lager. Wunderbar. Und, ja, eine Skizze können wir noch kaufen. Ich weiß, was da drauf ist. Deswegen, ich möchte euch das mal zeigen, was der gute Graham da so bei sich hat. Und wir geben ihm dafür... Die sind zu viel wert. Ja, komm, hier. Zwei grobe Schwerter. Dann würde ich sagen, ist das ein guter Deal. Vielen Dank. So, dann schauen wir uns erstmal die Übersichtskarte an. Wo haben wir es denn? Übersicht altes Lager. Wie sieht das denn aus? Ja, wenig überraschend. Ich meine, hier ist das alte Lager. Wir sehen, auf der linken Seite ist dieses kleine Wasserbecken, bei dem wir gerade stehen. Dieses hier, wo irgendwie der Abfluss von der Burg reinläuft. Wie auch immer. Und er wäscht sich da drin. Lecker. Und auf der rechten Seite ist dann auch die Arena zu erkennen. Allerdings ist die Überdachung des Marktplatzes nicht eingezeichnet, aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber man sieht, besonders viel bringt einem diese Übersichtskarte jetzt auch nicht. Deswegen nutzt es eigentlich nicht wirklich, was die zu kaufen. Aber ich finde es ganz schön, die mal anzuschauen und ja, einfach mal zu gucken, wie das denn aussieht. Ja, jetzt haben wir noch hier diese Skizze. Ja. Ich hoffe, mein Video wird dafür nicht geflaggt. Wir gucken uns die einfach mal an. Ja. Sowas verkauft der gute Graham hier. Eine Zeichnung einer Frau. Tja. Kannst du mal sehen. Ich meine, dafür hat er bestimmt hier auch sehr, sehr viele Abnehmer. Weil es gibt hier halt keine Frauen. Außer Gomez hat in seiner Burg halt Frauen, die er sich einfrieren lässt vom König. Aber ansonsten sind hier halt nur Männer. Deswegen nehme ich mal an. Und da wird er viele, viele Abnehmer für finden. Ja. Mit Schatten wollte ich reden. Gucken wir mal. Nein, Gardist Schatten mit dir. Was hast du mir denn zu erzählen? Hi. Was willst du? Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Ja, da waren wir ja schon. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Ich glaube, die Option hatten wir noch gar nicht. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Ich dachte eigentlich, das würde sich auf Gravo beziehen. Aber das war ja, was hinter der zweiten Dialogoption steckte. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Garten... Nee, das hatten wir doch schon. Hä? Was war denn... Moment. Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten... Okay. Ja, da habe ich gerade ein bisschen gepennt. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Tja, klingt doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dieser Gedist, oder? War doch relativ nett. Der Schatten, meine ich. Na, wie steht's? Was genau willst du von mir? Ja, das klingt jetzt weniger nett. Ich will wissen, was es hier im Lager alles gibt. Frag am besten die Butler. Die haben sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Da ist einer ein bisschen arrogant, hä? Wer ist hier der Boss? Diego ist unter den Schatten sowas wie der Anführer. Aber Torus entscheidet, wer zu Gomez vorgelassen wird. Ich würde mich gern den Schatten anschließen. So! Dann solltest du wissen, dass Gomez kein Versagen duldet. Wenn du einer von uns werden willst, musst du für ihn durchs Feuer gehen. Nur die Hälfte derer, die es versucht haben, sind aufgenommen worden. Was ist mit dem Rest passiert? Vermutlich sitzen die im neuen Lager und fressen Reis. Ja, der ist schon ein bisschen arroganter. Da kann ich verstehen, warum einige Butler den Schatten nicht über den Weg trauen. So, da oben ist ein Gardist. Hier wird doch noch ein weiterer Schatten rumlungern, oder? Hast du noch eine weitere Dialogoption für mich? Na? Nein, das hatten wir auch schon. Haben wir noch weitere Schatten? Wir können uns mal ein bisschen Fleischpflanzenragout noch abholen, wenn wir gerade hier sind. Hallo, Snuff. Na? Wie steht's? Da, willst du mit mir reden? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm drei Portionen. Dankeschön.
So, haben wir hier noch irgendwo Schatten? Hallo, Schatten? Dumm. Ich vermute, da ist ein Schatten. Hi. Nee, das hatten wir auch schon. Dann gibt es anscheinend nur zwei Optionen. Weil so viele namenlose Schatten gibt es hier im neuen Lager. Ich bin irgendwie wirklich nicht dabei heute. Gibt es hier im alten Lager auch gar nicht. Da ist noch einer, mit dem werde ich nochmal reden. Ah, hier ist auch noch einer, der sitzt. Okay, vielleicht sind es doch eine Menge, aber... Die meisten haben halt irgendwelche Namen. Na, wie steht's? Was genau willst du? Nee, das sind wir auch gerade schon. Ja, okay. Vergessen wir das. Dann würde ich sagen, reden wir noch einmal mit den Gardisten und gehen dann in die Burg hinein. Könnte noch einen guten Mann brauchen. Frischling, was? Wenn du ein Lager suchst, das dich aufnimmt, probier's doch bei den Sektenspinnern. Die nehmen jeden. Ja, bei uns wird nicht jeder genommen. Es sei denn, du willst in der alten Mine butteln gehen. Also, ich meine, ich kenne das Spiel jetzt schon ein bisschen und weiß, was ich tun muss, um in welchem Lager aufgenommen zu werden. Aber als ich es damals das erste Mal gespielt hatte, hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es am schwersten ist, im Sektenlager aufgenommen zu werden. Also im alten Lager ist es am einfachsten. Da muss man im Grunde sogar nur im alten Lager bleiben. Man muss nicht mehr aus dem Lager rausgehen in die anderen Lager, sondern kann genug Aufgaben hier im inneren, im äußeren Ring erledigen. Während man im neuen Lager, dann muss man schon erstmal sich mit Mordrak auseinandersetzen und in die... wobei gar nicht wahr, stimmt, fürs alte Lager muss man auch in die Mine gehen, um die Liste zu holen. Aber es ist gefühlt das Einfachste. Das neue Lager ist ein bisschen schwieriger gewesen und das Sektenlager, gut, da musst du erstmal rausfinden, hey, wie kann ich überhaupt mit diesen Gurus reden? Wie kriege ich die überhaupt dazu, dass die auf mich aufmerksam werden und so? Das fand ich schon ein bisschen schwieriger. Aber alles gar nicht mal so schlimm, weil es ist relativ cool. Aber wie gesagt, so hier, die im Sektenlager nehmen jeden. Nee. Das ist das Schwerste, gefühlt. Wer hat hier das Sagen? Torus kümmert sich drum, dass alles läuft. Er ist direkt von Gomez beauftragt. Ich bin neu hier. Sehe ich. Was läuft denn so? Wer hier Ärger macht, bekommt was aufs Maul. Was verstehst du unter Ärger? Die meisten Butler bezahlen uns, damit wir sie beschützen. Wenn du dich mit einem von ihnen anlegst, lernst du uns kennen. Erwische ich dich beim Rumstöbern in fremden Hütten? Schon gut, ich hab's verstanden. Wie sieht's aus? Willst du Ärger machen? Nein. Ja, sehr nett, aber es ist auch cool, wie erstmal die erste erste Option ist. Ja, ich will bei euch mitmachen. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Super, macht man sich direkt Freude mit, wenn man einfach so in dieses Lager reinmarschiert. Tja, aber es gibt bestimmt auch noch andere Gardisten-Optionen. Deswegen laufen wir jetzt mal hier oben entlang auf der Palisade und auf den Dächern der Hütten und gucken mal, ob wir noch einen finden. Die meisten... Oh, da unten ist Matt. Nein, Matt, bleib weg. Kommt er hier hoch? Ich glaube, er kommt nicht hier hoch. Haha, da ist noch ein Gardist. Aber um mit dem zu reden, müsste ich mich mit Matt beschäftigen. Ach komm, das ist es mir wert. Ach, das ist Fletcher. Toll. Lass mich mal vorbei. Ja. Ich bin schnell wieder weg. Matt hatte keine Gelegenheit, mit uns zu reden. Juhu. Und wir sind jetzt hier woanders. Gibt es eigentlich noch irgendwas auf den Dächern der Häuser versteckt? Das habe ich mir noch nie so genau angeschaut. Ich weiß, dass es in Risen einige Sachen auf Dächern versteckt gibt. Und in Gothic 2, soweit ich weiß, auch. Aber hier in Gothic 1 ist es, glaube ich, noch nicht der Fall. Ich sehe auch tatsächlich nichts. Na gut. Springen wir mal hier rüber. Oder auch nicht. Klettern wir trotzdem wieder hier hoch, denn hier ist noch ein weiterer Gardist, mit dem wir reden können. Hallo. Was muss ich tun, um bei Gomez Gardisten aufgenommen zu werden? Du? Du machst mir Spaß. Kommst hier rein und willst direkt ganz nach oben, was? Gomez macht nur die Besten seiner Leute zu Gardisten. Du wirst wie alle anderen anfangen müssen und deine Loyalität als Schatten unter Beweis stellen. Erstmal. Wer hat hier das Sagen? Torus kontrolliert alles, was im Lager läuft. Diego ist seine rechte Hand. Wenn du hier aufgenommen werden willst, sind das die Leute, mit denen du reden musst. Arbeiten alle Leute hier für Gomez? Nein, die meisten hier sind einfache Buddler. Nur wir Gardisten und die Schatten sind Gomez-Leute. Ah, cool. Wir können zu allen Rollen nochmal was hier nachfragen. Das ist nett. Wofür sind die Butler da? Gute Frage.
Die Dreckfresser sollten wir eigentlich gar nicht aus der Mine rauslassen. Wenn sie eine Zeit lang in der Mine waren, kommen sie her, um ihren Anteil auszugeben. Wenn alles verbrasst ist, geht's wieder ab in die Mine. Die meisten hier leben so. Du siehst aus, als wenn du mehr drauf hättest, als nur eine Hacke zu schwingen. Du solltest mit Torus reden, wenn du es nicht schon getan hast. Ich höre nicht mehr auf. Na, du hast ja keine hohe Meinung von den Butlern. Aber überleg mal, die finanzieren dir hier das Ganze, ja? Weil wenn die Butler kein Erz aus der Mine holen würden, dann würdet ihr ziemlich alt aussehen. Was ist die Aufgabe der Schatten? Die Schatten sorgen dafür, dass Gomez Befehle ausgeführt werden. Die meisten von ihnen sind Speichellecker, die sich hocharbeiten wollen. Aber wenn du hier was werden willst, ist das der einzige Weg. Wenn du lange genug deine Aufgaben erledigt hast, ohne zu versagen, kannst du einer von uns werden. Wenn du erst zu Gomez Leuten gehörst, kann dir niemand in der ganzen Kolonie mehr was anhaben, Kleiner. Was tun die Gardisten? Wir bewachen das Lager und beschützen die Buddler. Mit Sold, den Gomez uns zahlt, und dem Schutzgeld, das wir von den Buddlern bekommen, kann man seine Zeit ganz gut rumkriegen. Ja, ich glaube, so ein Gardistenleben ist relativ entspannt. Muss man aber halt erstmal hinkommen und sich hocharbeiten, wie ihr schon sagte. Was ist eigentlich hier oben? Da bin ich, glaube ich, auch noch nie hochgeklettert. Das werden wir jetzt herausfinden. So. Hier ist nichts. Gar nichts. Nur eine schöne Aussicht haben wir von hier oben. Auf den Weg, von dem wir gekommen sind. Da hinten kamen wir herunter in die Kolonie. Tja. So kann es gehen. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie wieder runterkommen, ohne uns den Nacken zu brechen. So. Das Genick zu brechen. So meinte ich das. So, hast du noch eine weitere Dialogoption für mich? Sonst würde ich sagen, gehen wir mal zu Torus. Nö. Na gut. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, noch weiter rumzulaufen. Vielleicht frage ich so noch mal ein paar Gardisten, wenn wir bei denen vorbeikommen. Aber ansonsten, bist du nicht Gardist? Moment, wir haben hier doch noch Gardisten, ne? Hier steht noch einer. Ja, nee, das, die Option hatten wir schon. Was ist mit dir? Nö, auch die gleiche Option. Okay, dann würde ich sagen, na, reden wir erstmal nochmal mit Diego, dann mit Torus und dann kommen wir hoffentlich zu Gomez. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Aber dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen. Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Ja, das klingt doch gut. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir... Mach's gut. Gomez beeindrucken können. Tja, ich werde mal hier speichern. Ich möchte euch nämlich noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar... Moment. Wir speichern hier. Und zwar, wir müssen eigentlich uns gar nicht einen Belager anschließen, wir müssen auch kein Erz bezahlen. Man kommt auch so in die Burg rein, denn wenn wir jetzt mal so versuchen, einfach reinzulaufen, passiert Folgendes. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg, hau ab! Ne? Und wenn wir weiterlaufen, würden wir uns angreifen und töten. Wenn wir jetzt aber das hier machen... Die Waffe weg! Dann sind sie so damit beschäftigt, dass wir eine gezogene Waffe haben und bedrohen uns und der Trigger wird nicht ausgelöst,
dass wir eigentlich gar nicht da durch dürfen. Und so kommen wir auch in die Burg. Tja, aber damit beschäftigen wir uns gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal hier raus. Waffe weg! Ja. Weg mit der Waffe! Ich habe die Waffe weggesteckt. Gut, das ist mir nämlich auch schon mal passiert, dass... Halt! Was ist? Ja. Dass sie dann nicht erkannt haben, dass ich meine Waffe schon längst weggesteckt hatte und haben mich dann einfach erschossen. Nett, ne? Naja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und jetzt gehen wir den offiziellen Weg in die Burg. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Die meisten? Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Welche Sachen habe ich denn nicht gut gemacht? Das würde ich gerne mal wissen. Na gut. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja. Kein Stress. Kein Stress. Ach, ich finde das so schön, dass der Regen tatsächlich da oben abgeblockt wird. Ich weiß, es ist mittlerweile eigentlich eine Selbstverständlichkeit in Spielen, aber das war nicht immer so. Glaube ich zumindest. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass wir hier auch so im Trocknen stehen können. Na gut, dann schauen wir uns die Burg mal von innen an. Tja, ich dachte, das ist schon lange gegeben. Alles ein bisschen heruntergekommen, ne? Die Banner sind ein bisschen kaputt. Hier ist die Burg schon ein wenig hinüber, aber viele Gardisten sind hier, da wird trainiert. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier mit irgendwem reden, hier hängt da noch so ein Skelett am Galgen als Warnung, schön. Der muss wahrscheinlich schon etwas länger da gehangen haben, hat bestimmt gut gerochen. Bevor wir hier jetzt irgendwo hingehen, wo wir nicht hin dürfen, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Gomez und lassen uns zum Schatten machen. Hoffentlich. Und wenn wir dann Schatten sind, dann können wir ja hier den Rest ein bisschen erforschen. Ja, und halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Ja, wie wir schon hören könnten, der Gomez befindet sich hier drin. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez' rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Aha. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fett. Das ist also einer der Erzbarone, Gomez' rechte Hand. Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Ja, das ist ein Vorschlag, den wir wahrnehmen sollten, hier nichts anzufassen. Das ist schon eine gute Idee. Sonst sind wir sehr schnell tot. Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar? Mach Platz! Ja, Chef, ist klar. Wen haben wir denn hier noch? Arto, Scar. Tja, das sind dann wohl Erzbarone. Und das, meine Freunde, das ist Gomez. Tja, thronend unter einem, ich glaube, das soll ein Selbstporträt sein. Oder ist das ein anderer, der im Bild hat weiße Haare und er hat hier keine weißen Haare. Vielleicht ist das auch der König. Man weiß ja nie. Ich werde mal speichern. Altes Lager Gomez, so. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Wen haben wir denn hier? Seraphia. Oder Seraphia, wie man das auch betonen mag. Eine Frau. Ja, von denen sehen wir ja nicht wirklich viele. Ich glaube, das ist tatsächlich die erste, die wir im Spiel sehen, außer die im Intro. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Tja, aber wir dürfen nicht mit ihr reden, denn sie ist Gomez' Eigentum. Kein schönes Schicksal, kann ich mir vorstellen. Aber nun gut, wir sind nicht hier, um uns mit Seraphia auseinanderzusetzen, sondern wir sind hier, um mit Gomez zu reden und uns selbst vorzustellen. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind?
Naja. Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Weil hier nur Schwachköpfe rumrennen, die ihre Aufgaben lieber an Neulinge weitergeben, statt sie selber zu erledigen. Das ist zwar bis auf wenige Ausnahmen richtig, aber kein Grund, einen weiteren Schwachkopf anzuheuern. Tja, diese Dialogoption hier sollten wir nicht benutzen, nämlich ich hoffe, ich muss dir nicht erst den Kopf abhacken, um mich zu beweisen. Wobei, ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Ich habe ja davor gespeichert, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr über Gomez' Charakter erfahren. Ich hoffe, ich muss dir nicht erst den Kopf abhacken, um dir zu beweisen, dass ich mit einer Waffe umgehen kann. Mut und Dummheit liegen dicht beieinander. Und ich bin tot. Also, wirklich tot. Er geht hin und rammt mir das Schwert in den Leib. Tja, Game over. Und es ist ein schöner Teppich mit Blut besudelt. Hast du gut gemacht, Gomez. Tja, der ist halt, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht sympathisch. Ich glaube, er soll auch nicht sympathisch rüberkommen. Aber man merkt halt richtig, dass er so der dicke Boss ist und ja, er entscheidet halt aus seinem Bauch heraus, was nicht immer so gut ist vermutlich, wenn er alle Entscheidungen so trifft. Aber nun gut, ich habe geladen, ich werde das jetzt nochmal versuchen und ja, hallo Gomez. Das hatten wir alles schon. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu sterben, die möchte ich jetzt einmal eben zu hier Dings machen. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Ja, jetzt können wir hier verschiedene auswählen, unter anderem auch Iberion. Iberion haben wir aber nie kennengelernt, denn zu Iberion sind wir nicht vorgelassen worden. Das ist das Oberhaupt, also für die, die sich nicht erinnern können, das ist das Oberhaupt des Sektenlagers und der befindet sich in deren Tempel und in den Tempel kommen wir nicht rein. Und das weiß Gomez, deswegen, wenn wir das sagen... Zu Iberion. Iberion gibt sich nicht mit Burschen wie dir ab. Dass du lügst, zeigt mir, dass du mich für dumm hältst. Dass du mich für dumm hältst, enttäuscht mich. Ich hasse es, enttäuscht zu werden. Und wir sind tot. Hast du's aber gezeigt? Tja, okay, das war aber auch wirklich eigene Dummheit, das hätten wir nicht sagen sollen. Beim anderen, ja gut, wir hätten nicht so frech sein dürfen. Ist aber ganz cool, dass man da tatsächlich aufpassen muss, was man sagt und dass man durch die falschen Dialogoptionen noch sterben kann. Und ihr habt gesehen, der Gomez tötet uns mit einem Schlag und ich glaube nicht, dass wir wirklich eine Chance gegen ihn haben. Deswegen, das werde ich jetzt auch nicht ausprobieren. Von daher, vor allem hat er auch eine ziemlich dicke Rüstung an. Tja, so, aber jetzt machen wir das mal richtig, wählen die richtigen Optionen aus, die uns weiterbringen und ja, schauen wir mal, ob wir aufgenommen werden. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Weil hier nur Schwachköpfe rumrennen, die ihre Aufgaben lieber an Neulinge weitergeben, statt sie selber zu erledigen. Das ist zwar bis auf wenige Ausnahmen richtig, aber kein Grund, einen weiteren Schwachkopf anzuheuern. Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Zu Kor Kalom. Und? Zu einigen Baals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Laris. Und? Zu einigen Hehlern im neuen Lager. Und? Das waren alle Wichtigen. Beachtlich. Für einen Neuling, für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Heißt das, ich bin dabei? Genau das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt... Hallo. Wir sind jetzt im... alten Lager aufgenommen und wenn ihr euch da mal oben links das anschaut, vorher stand da Gildenlos oder etwas in die Richtung und jetzt steht da Gilde Schatten. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich bei den Schatten dabei. Hallo! Gomez sagt, ich bin dabei.
Gut. Du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Wir haben unsere eigene Rüstung bekommen. Eine Schattenrüstung. Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine. Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Na, ja, das sind doch erstmal gute Aussichten. Können wir schon einen Zwischenbericht abgeben? Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Ich weiß noch nicht genau, was Sie vorhaben. Was belästigst du mich dann? Ja, gute Frage. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Ja, ist das nicht cool? Wir haben jetzt unsere eigene Schattenrüstung und gehören jetzt erst richtig dazu. Und ich finde das einfach so cool. Ich fand das damals schon unglaublich cool, dass man rennt erst halt durch diese Kolonie und hat keine Rüstung. Man hat halt nur diese heruntergekommenen Klamotten und sieht dann genau, okay, die Leute gehören zu den Lagern. Und man hat sofort erkannt, okay, der gehört auch zu dem Lager und so, weil jeder seine eigene Rüstungsart hat. Und dann schließt man sich endlich einem Lager an und bekommt dann so eine Lagerrüstung. Und das ist einfach so cool. Es ist einfach super, ein super Gefühl. Und vor allem dadurch, dass diese Rüstungen halt so viel wert sind, da man halt nicht einfach so als ein Niemand eine vernünftige Rüstung kriegen kann, zeigt das schon einiges an Fortschritt im Spiel, also für den eigenen Charakter. Und das ist einfach ziemlich cool, finde ich. Ja, wir gucken uns mal die Werte an. Also erstmal, unsere Butlerhose hatte Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Feuer 5. So, die Schattenrüstung hat Schutz vor Waffen 3, Schattenkluft, pardon, hat Schutz vor Waffen 30, Schutz vor Pfeilen 5 und Schutz vor Feuer 15. Ist gerade mal 250 als Mehrwert, aber das ist schon ziemlich klasse. Also die Rüstung, die kann sich doch schon mal sehen lassen. Ja, Schutz vor Waffen 30, das ist so cool. Damit kommen wir jetzt auch gegen menschliche Gegner ein bisschen besser an. Sollten wir zumindest. Und wir gehören zu den Schatten. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns dann in der nächsten Aufnahme mal die Burg genauer an von innen und erforschen hier so ein bisschen. Und das Ganze speichern wir natürlich ab, denn wir sind jetzt im alten Lager dabei und das ist super. Und ich würde sagen, was wir dann hier sonst noch so demnächst entdecken können, sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut!